Aber liebe Grüne, seien Sie mir nicht böse, es ist eine pure Heuchelei, dass gerade Sie hier so einen Antrag stellen. Denn als wenn es Ihnen etwas an, wenn Sie etwas gegen völkerrechtswidrige Tötungen hätten, ja. Jetzt, wer war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat seit dem Zweiten Weltkrieg? Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das. Und Herr Kollege, das geht so und nicht. Damals, ja, und damals, das geht so nicht. Das war ein Zitat von der Strache, das sind Sie ja selbst. Und damals wurde nicht ein islamistischer Terrorist umgebracht. Damals, das war keine gezielte Tötung. Damals wurden flächendeckend serbische Städte bombardiert, bei denen über 3.500 Menschen umgebracht wurden, die meisten davon Zivilisten. Das war ein völkerrechtswidriger Krieg und an dem waren Sie mitverantwortlich. Herr Kollege Bistron, wenn Sie hier schon das Wort Arschloch verwenden, können Sie bitte noch mal klarstellen, dass Sie damit nicht den früheren Außenminister bezeichnet haben? Das kann ich nicht klarstellen, aber das war ein Zitat. Wenn Sie den früheren, Sie wollen also den früheren Außenminister als Arschloch bezeichnen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Danke.